Hallo, einmal im Jahr brauche auch ich diesen Hut, nämlich dann, wenn Schützenfest ist. Apropos Schützenfest, dazu folgende humorvolle Begegnung und Erzählung. Ein Verwalter besucht einen Bauern und er sieht auf ein Scheunentor aufgemalt eine wunderschöne Zielscheibe und in der Mitte der Zielscheibe einen Schuss angebracht. Er geht zum Bauern und sagt, Mensch, das sieht ja wunderbar aus. Sagt der Bauer, ist ganz schön. Kannst du so gut schießen? Nee, hat mein Junge gemacht. Und der kann so gut schießen? Nee, der hat erst geschossen und dann hat er die Zielscheibe aufgebracht. Was bei dem Scheunentor so einfach aussieht, sieht im Leben Jesu anders aus. Er malt sich keine Ziele, er gibt sich keine Ziele. Heute im Evangelium hören wir, was das innerste Ziel seines Lebens, seiner Mission gewesen ist, nämlich zu den Menschen zu gehen und ihm Ruhe zu verschaffen. Kommt zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid, so lautet heute seine Einladung im Evangelium. Die Sehnsucht des Menschen wird darin angesprochen, zur Ruhe zu kommen, nicht immer nur leisten zu müssen, sondern so sein zu dürfen, wie du bist. Dafür hat Jesus gelebt, dafür hat er sich von seinem Vater senden lassen, dafür hat er all seine Wegstrapazen, das Leiden und den Tod am Kreuz auf sich genommen. In diesen Wochen haben auch Sie vielleicht Urlaub, können Seele, Geist und Körper baumeln lassen, sich erholen lassen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ruhe und Kraft finden, hoffentlich auch dadurch, weil Sie Zeit finden für Gott. Und wenn Sie dann wieder auf die Menschen zugehen und Sie sehen rechts und links in der Familie, in der Freundschaft, hoffentlich haben Sie eine Idee, was Sie tun können, damit auch andere Ruhe und Kraft finden. Ihnen einen schönen Sonntag.